Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. In diesem Video nehmen wir euch mit nach Hilter. Hier befindet sich eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück. Wir geben euch Einblicke in den Alltag von Lea. Sie macht hier ein FSJ. Ich bin Lea, ich bin 18 Jahre alt, ich komme hier aus der Nähe und arbeite hier seit 1,5 Jahren. Ich mache hier meinen Freiwilligendienst, ja, wie gesagt, schon seit 1,5 Jahren. Ich bin jetzt in der 2. Gruppe hier. Ich war 1 Jahr lang in der Montagefertigung und bin jetzt in der Verpackungsgruppe 4 mit weniger Leuten, aber gleich viel Arbeit, sage ich mal. Wir leiten an, machen die Zählhilfen fertig oder für die Leute parat, dass sie die einfach nur noch einpacken müssen, wenn die Leute nicht zählen können. Ja, und unterstützen sie am Alltag, gehen mit den Essen, in gewissen Fällen natürlich auch mit in die Pflege, unterstützen die halt, soweit wir können und soweit die es halt natürlich auch zulassen. Dadurch, dass sie es halt nicht mehr selber machen können, muss man ihnen halt ein bisschen helfen und wir müssen ja genauso und man versteht ja irgendwo deren Bedürfnisse und dieses Menschliche ist halt auch ziemlich wichtig für mich. Man braucht vielleicht Geduld ein bisschen, weil also gerade hier braucht man ein bisschen Geduld, weil die Leute ja nicht immer alles direkt können und auch mit anderen Leuten. Also immer wirklich ruhig bleiben, die Ruhe bewahren. Das ist eigentlich am wichtigsten und halt hilfsbereit sein. Also natürlich ansonsten braucht man nicht viel. Ja, dadurch, dass mein Papa hier auch schon gearbeitet hat, wusste ich, was hier ungefähr passiert. Und ja, ich wollte auf jeden Fall ins Soziale, weil alles andere finde ich, also es passt nicht zu mir. Also ich habe schon früher immer gesagt, ich möchte auf jeden Fall Menschen helfen. Und ja, dann habe ich halt das verwirklicht, was ich gesagt habe. Ich fange jetzt meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an und danach wahrscheinlich mache ich noch eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger wieder hier in der Einrichtung Hilter, wahrscheinlich weil es mir hier so gut gefallen hat. Das schönste Erlebnis, das sind jeden Tag so kleine Dinge, also die freuen sich jeden Tag tierisch und das freut einen natürlich selber. Das ist immer wieder schön zu sehen, was man mit so Kleinigkeiten anrichten kann, wie glücklich die dann doch werden. Arbeitgeber hilft mir natürlich bei jedem Problem. Also das machen wir hier alle untereinander. Natürlich sprechen wir auch über die täglichen Ereignisse hier, weil sie sind ja nicht immer ganz schön. Und ja, also wenn ich Probleme habe, kann ich immer hier zu allen Leuten gehen, auch natürlich zu meinem Chef und die helfen mir natürlich immer. Also ich wurde hier super aufgenommen vor 1,5 Jahren und fühle mich immer noch wohl, sowohl halt auch mit den Beschäftigten als mit den Kollegen. Sind alle immer füreinander da. Mehr Informationen erhaltet ihr auf www.diakonie-in-niedersachsen.de. Caridio Image und Eventfilmproduktion.